Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, viele von euch kennen sicher das Problem, dass wenn man zum Beispiel wie hier mit seinem Tablet oder auch mit seinem Handy mal Aufnahmen machen will, die jetzt nicht direkt von dem kleinen Mikrofon hier kommen, sondern zum Beispiel von einer externen Soundquelle, was weiß ich, MP3-Player oder sonst was kommen sollen, dass das ohne weiteres nicht möglich ist. Es gibt zwar spezielles Zubehör, wie zum Beispiel Headsets, dessen Mikrofon man hier anschließen kann und das Ganze funktioniert auch, aber wenn man eben irgendwas eigenes anschließen will oder zum Beispiel gibt es ja hier auch Spectrum Analyzer und Oszilloskop, Apps und wenn man da eben irgendwas anschließen will, dann gibt es zwar hier fürs Tablet die Möglichkeit, so einen USB-Adapter zu kaufen und dann dort eine USB-Soundkarte anzuschließen. Erstens ist es aber, teuer. Zweitens funktioniert es beim Handy trotzdem noch nicht. So, jetzt habe ich mir gedacht, da wir hier aber ja trotzdem einen Mikrofoneingang haben, muss es ja eine Möglichkeit geben, den auch für Line-In zu nutzen. Zwar liegt auf diesem Mikrofoneingang natürlich, ich glaube 3,3 Volt oder so liegen mit an, eben für die Mikrofonkapsel, aber weswegen es auch kein Line-In ist. Aber das Ganze können wir trotzdem nutzen und dafür habe ich jetzt mal eine kleine Schaltung gemacht, die ich euch jetzt einfach mal zeigen werde. So, das wäre dann nämlich folgende. Na, ihr seht sie hier mal, ich halte sie hier mal kurz so, dann könnt ihr gegebenenfalls einen Screenshot machen. Und ja, diese Schaltung habe ich jetzt hier eben gleich schon mal aufgebaut und jetzt passt mal auf hier. Und zwar, es gibt ja folgende Kabel, solche AV-Kabel, also die rechts, links und Composite als Ausgang haben und die haben eben so einen Stecker hier zum Eingang. Also so ein Kabel hat man normalerweise immer rumliegen, kann man an Kameras anschließen, Taschenfernseher, alles mögliche. Ne? Ich habe hier auch noch zwei andere davon rumliegen und dieser gelbe Videoausgang hier, ne? Also das, was hier der Videoausgang ist, im Grunde das hier, der geht praktisch an die ersten zwei hier. Also die ersten zwei hier, der hier und der hier, das wäre das, was hier am Videoausgang ankommt. Und das wiederum ist die Mikrofonpins quasi, die Mikrofonanschlüsse, wie auch immer. Jetzt habe ich mir hier eben mal das, mal hier fix zusammengelötet, ne? Also hier einfach so eine Buchse, gut, die sind jetzt zwei Buchsen dran, weil die halt so zusammen waren, aber ich benutze hier nur eine. Und der, gut, statt einem 10K habe ich jetzt hier einen 15K, weil der hier gerade rumlag. Und ja, einfach die Schaltung mal zusammengelötet. Und das Ganze wollen wir jetzt mal testen. So, okay, wenn wir jetzt natürlich, man kann ja jetzt hier auch sagen, man nimmt praktisch einfach nur das Videokabel, weil Videokabel hat ja auch, ne, der gelbe Anschluss, wie wir ja schon wissen, ist ja fürs Mikrofon. Das heißt, man könnte jetzt denken, gut, wie beim PC, Mikrofoneingang kann man ja auch als Line-In benutzen. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Aufnahme mache und da so ein bisschen drauf, müsste es ja eigentlich irgendwie brummen oder sonst was. Aber wie ihr gleich sehen werdet, nimmt er das so nicht als Mikrofoneingang, denn er nimmt noch das Mikrofon. Und warum das warum das so ist, liegt eigentlich daran, dass wir hier quasi, also da ist ja Spannung drauf, da sind 3,3 Volt drauf. Die sind dazu da, um eben eine Elektret-Mikrofonkapsel mit Spannung zu versorgen. Und ja, das Ganze wird eben erst aktiviert, wenn dort auch ein kleiner Verbrauch ist. Und dieser kleine Verbrauch, der wird eben in der Schaltung durch den 4,7K Widerstand, also den hier, gegeben. Ne? Und ja, wenn wir jetzt die Schaltung hier mal anschließen und das Ganze dann nochmal machen, bringt jetzt hier nicht so viel, aber gut. ich habe jetzt hier einfach, ich weiß nicht, ob ich schon gezeigt habe, hier so eine Audiobuchse habe ich angelötet, wo man dann eben ein normales, so ein Kabel hier, 3,5 mm Klinke, ganz normal reinstecken kann. Und das habe ich jetzt hier eben mal in meinen MP3-Player gesteckt. Machen wir hier mal Play. Und wenn wir jetzt eine Aufnahme machen, jetzt mal eine Aufnahme, warten wir mal ab. So, das müsste reichen. Wir müssen halt natürlich jetzt immer abstecken, also diese beiden Ausgänge, die können wir jetzt einfach an unseren Verstärker anschließen, das wäre dann, da kommt dann quasi der Ton raus. Da ich das jetzt hier nicht gemacht habe, muss ich immer abstecken, damit der Ton aus dem Lautsprecher kommt und wie ihr jetzt hören könnt.
I don't mean to cast no blame. I don't intend to pretend that I can never love you. Ja, klingt ziemlich gut, funktioniert ziemlich gut und ja, dann sag ich mal, danke fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal.